Leute, 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 here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr. Wir machen weiter mit der wilden Busreise Destination X, Folge Nummer 3. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal den Link in der Videobeschreibung. Da kommt ihr direkt zu Join. Ansonsten immer donnerstags bei Pro7. Ich glaube, sie haben den Sendeplatz verschoben auf bissel nach 22 Uhr. Ich blende es hier ein. Da, 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 da. Und im Anschluss eben auch auf Join. Was aber noch nicht viel wichtiger, aber genauso wichtig ist. Dieser Channel ist kostenlos. Heute kostenlos. Und sonst auch immer. Aber ich werde ja nicht müde zu sagen, wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, macht das auch sehr, sehr gerne. Denn das würde mich auf jeden Fall freuen und ihr würdet mich damit unterstützen. Jetzt würde ich sagen, steigen wir alle mal ein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es geht direkt los mit einer kleinen Diskussion zwischen Nico Schwanz, der ja in der letzten Folge dazugekommen ist, und den restlichen Mitfahrern. Ich will keinen Streit anfangen, aber ich empfinde, dass sie mir aus dem Weg geht, wenn ich Informationen haben möchte. Ist jetzt egal, ob es wahr oder nicht wahr ist. Oder wenn ich würde auch gerne mit jemandem drüber sprechen oder so. Weißt du, wo bist du, wie und was? Das ist für mich einfach ein besseres Gefühl. Und Jungs, ihr sprecht miteinander, das ist jetzt keine Frage, aber es ist auch keine Vorhaltung. Das könnt ihr sehr, sehr gerne machen. Ja, Junge, das lag auch so ein bisschen an ihm. Der ist da reingekommen wie so ein V, hat sich so aufgeplustert, erstmal mit falschen Informationen die Gruppe gefüttert und war jetzt nicht so Mr. Sympathico. Und die anderen sind ja schon eine Weile länger da am Start und haben ihre Pausenbrote miteinander geteilt. Da gibt es halt schon eine deepere Connection. Und es liegt jetzt natürlich auch ein bisschen an ihm, wie er sich so da in der Gruppe schlagen wird und eben integriert. Mal, darfst du doch jetzt aber nicht uns böse sein. Das, ich glaube, dass du da nicht zu viel erwarten solltest, was jetzt in den ersten Tagen war. Let's see, was in den nächsten Tagen ist. Uns tut es auf jeden Fall leid, glaube ich, allen, wenn wir dir das Gefühl gegeben haben, dass du dich nicht aufgehoben fühlst. Und es ist auch gut, dass du es sagst, weil dann können wir ja jetzt dran arbeiten. Da können wir jetzt dran arbeiten. Und normalerweise im Trash-TV gibt es jetzt eine kleine Gruppenbildung, manchmal eine Rangelei. Aber ansonsten sagen alle, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Dann haben wir meistens eine, die noch weint, Aurelia. Und dann ist das aber hier vom Tisch. Bin trotzdem gespannt, wie das hier weitergeht. Denn ich glaube einfach, das liegt auch viel an seiner Attitude. Also für mich war es von Anfang an schwierig, dir zu vertrauen, weil du schon mit so einem Ego und so einer Arroganz hier reingekommen bist, wo ich das Gefühl hatte, du willst hier dein eigenes Ding durchziehen. So kam es für mich rüber. Also so wollte ich, wenn da nicht rüberkommt. Absolut gar nicht. Zum Schluss wird es wahrscheinlich so sein, dass ich alleine bin und dann muss ich halt das Ding auch rocken. Jupp, am Ende des Tages ist es eben eine Spielshow und nur einer kann gewinnen. Und jetzt kommt es halt darauf an, wie er seine Taktik eventuell verändern wird. Dann kommen wir zum ersten Stopp des Tages. Und jupp, da kümmert sich Leila mal um ihre Pappenheimer, denn die schaut die Leute an und sagt, so geht's nicht, so geht's nicht. Das ist ja auch irgendwie, hat das was mit meinem Image zu tun, wenn ich hier mit euch unterwegs bin. Hier, Eyepatches für die Gruppe. Ich mache heute einen Spendabend. Kostenlos wie das Abo hier bei KBB. Hier gibt's Eyepatches. Ich bin hier irgendwie die Beauty Queen, weil ich nämlich Augenpatches dabei habe und dann immer die schön fleißig verteile. Ist das normales Brot da oder sowas? Ganz normales Mischbrot. Gut, danke für eure Antworten. Mobbing! Auf jeden Fall, Nico Schwartz. Und ich muss das immer so komisch sagen, weil ich nicht weiß, was YouTube mit dem normal ausgesprochenen Nachnamen macht. Hoffentlich nichts, aber man weiß es nicht. Ich habe ja schon schlechte Erfahrungen gemacht mit YouTube. Auf jeden Fall, Nico möchte hier jetzt einfach nur wissen, hey, gibt es da irgendwie vielleicht ein Mischbrot auf dem Tisch? Ich meine, er steht so direkt über dem Brot und sieht so Weißbrot, dunkles Brot, kein Mischbrot. Aber er hat trotzdem eine Frage gestellt und keiner antwortet. Und aus Höflichkeit kann man natürlich sagen, schau doch, Junge! Ja, ich fühle mich wieder ausgegrenzt. Okay. Du siehst genau das gleiche wie wir. Naja, gut, ihr. Dann siehst du doch, ob da ein Mischbrot liegt oder nicht. Und Leila dann wieder so, das gleiche wie mit dem Autozug. Mischbrot? Ich dachte, man nimmt dann das Weißbrot und das dunkle Brot und dann haut man es einfach ganz doll zusammen. Und nein, 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 ich mag ja Leila, aber hätte sein können. Ich finde es dann lustig, weil ich habe durch euch alle erfahren, dass Männer zickiger sind als Frauen. Habt ihr einen Toast da? Nee, gell? Also hier kriegt man ja gar keine Antwort. Du, jetzt kann ich den Nico Leila, wenn du hier keine Antwort, das weil bestimmt. Das steht ja dann hier und das muss ja hier nicht, also...
Und Nico hat gelernt, das musst du ja jetzt nicht fragen. Klar, er ist ein bisschen eingeschnappt. Aber schau doch einfach, falls es hier einen Toast gibt, dann würde der ja ebenfalls auf dem Tisch stehen. Also ich sag mal so, die Stimmung ist nicht perfekt. Macht die Sache wahrscheinlich nicht besser. Er kommt immer wieder mit dieser wehleidigen Sache. Ihr wollt mich ja ausschließen. Wir verwerten seine Infos, ja, und unsere Infos so, aber trotzdem sollten wir nochmal sehen, dass wir für uns irgendwie nochmal unsere Special-Infos irgendwie teilen. Ja, und der geht jetzt allen so auf den Sack. Der fühlt sich ungerecht behandelt und es ist ja nicht so, als würden die den ausschließen. Dann kommt Nico so zu der Dreiergruppe und alle so, ey, geh mal bitte weg, geh mal bitte weg, geh mal wieder weiter weg. Wir wollen hier in Ruhe einfach nur quatschen. Es ist halt ein Teambuilding bzw. so eine Grüppchenbildung, wie es wahrscheinlich auch normal im Leben ist, wenn du jemanden nicht unbedingt sympathisch findest. Und das ist ja hier keine Wohlfahrt, sondern eine knallharte Busreise mit dem Sinn am Ende, dass einer 50.000 Euro hier abräumt. Dann wirklich alle einweihen, dann gucken, dass wir wirklich in der gleichen Region sind und dann müssen wir hoffen, dass er einfach ein Stück weit weg ist. Jo, nicht nur ausgesetzt in Europa, sondern auch ausgegrenzt in Europa. Nico soll der Nächste sein, der eben den Bus verliert und das gepaart mit zurückgehaltenen Tipps. Scheinbar. Ist es nicht schön hier? Schaut euch in Ruhe um. Man weiß ja nie, für was das gut sein könnte. Vor allem aber genießt euer Frühstück. Hä, dürfen wir das jetzt essen oder ist das ja, ein Dicken? Ja, klar, wir können rein. Guck mal hier, was schönes Süßes. Keine Ahnung, was das für ein Käse ist. Er riecht nach Fuß. Also was ist das für ein Käse? Das ist Fuß, das ist Achsel, das ist... Der ist Schimmel, das ist... Ja, perfekt. Und wer sich jetzt gerade gefragt hat, hä, hatten wir nicht gerade eine Frühstücksdiskussion? Ja, weiter geht's hier mit Brunch. Also es kann keiner sagen oder gegen ProSiebenklang, dass die nicht genug gefuttert haben. Aber viel wichtiger an diesem präparierten Frühstückstisch ist einfach die Observation. Fällt dir irgendwas auf? Fällt euch irgendwas auf? Man muss hier auf alles achten, denn das wurde ja sozusagen vorgelesen. Achtet auf jedes kleine Detail. Und im Endeffekt hätte es mich jetzt nicht gewundert, wenn die vorgegangen wären, wie Tatortreiniger, dass die erstmal jedes kleine Essen in Plastiktüten gepackt hätten, zur Seite und dann alles genau aufgeschrieben hätten. Okay, hier haben wir das Zeichen von Colonia. Hier haben wir die Flagge von Argentinien. Ja, ich weiß, alles in Europa. Aber Fake News, Fake News. Und dann irgendwie, oh mein Gott, die Gabel ist so gebogen wie der Fluss von Chonatatata. Kennt man. Also geht ihr davon aus, dass es jetzt noch Absprachen geben wird? Oder glaubst du, dass alle für sich jetzt kämpfen? Ich denke, wir sind noch ein recht großes Team, könnte ich mir fast vorstellen, dass es aber jetzt schon anfängt, irgendjemand sich was für sich behält. Ich habe euch auf jeden Fall immer im Auge. Ich merke schon, dass die anderen Teilnehmer jetzt auch vorhaben, ein bisschen mehr für sich zu behalten. Und da ich gerade in meinen Augen so das schwächste Glied von allen bin, werde ich jetzt einfach alles auch für mich behalten und bin aber dankbar, wenn ich einen Tipp bekomme. Ich sag mal so, ich weiß nicht, ob es ihre beste Taktik ist, wenn sie eh nichts checkt, dann ihre Sachen für sich zu behalten. Was wir auf jeden Fall wissen, Max ist halt ein Spieler durch und durch und wenn der was entdeckt, dann wird der das für sich behalten, egal welche Absprachen da gemacht wurden. Der ist ein Schlitzohr, das kann man natürlich jetzt irgendwie bemängeln, aber ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig für Destination X. Ich habe oft gelesen, auch in Folge Nummer 2, viele haben gesagt, nee, bitte nicht so mit Trash-Kandidaten, aber auf der anderen Seite, viele haben auch geschrieben, der trägt das Format. Ja, klar, es gab eine Sendeplatzverschiebung, aber ich finde auch, dass durch diese Spielereien von Max das schon einen gewissen Mehrwert hier bekommen hat. Klar, da gehen die Meinungen auseinander, aber da muss ich mich auch hier ganz klar positionieren, wie die Kandidaten am Ende das X auf einer Karte positionieren. Da steht ein Eimer, da, da. Ja, hab ich mir auch schon gedacht. Hat Leila auch schon angesprochen. Ah, Venedig. Philipp? Ja. Ah, und da lohnt es sich hier das Ganze aufzuessen und unten drunter war offensichtlich ein Gondoleri und wer hat's gesehen? Natürlich Max und Philipp und die sagen sich jetzt auch, okay, erstmal psch, aber zurück im Bus soll es dann doch soweit sein, dass die anderen Leute ihre Tipps teilen, denn vielleicht, sagt man was, vielleicht aber auch nicht, haben die anderen denn irgendwas entdeckt. Also können wir jetzt noch mal ganz kurz die Hinweise durchgehen. Diese Cannes, diese typischen... Quarkbällchen sind auch französisch? Ja, ja, das ist so eine... Aber Croissants auf jeden Fall nicht. Ja. Aber die anderen Dinger, die da drin... Aber Croissants sind aber im Allgemeinen. Aber das Brot, die Baguettes allgemein, ja. Aber ist das denn nicht schon wieder zu offensichtlich, Leute? Vielleicht fahren wir mit einer Fähre jetzt gleich.
Aber wo ist Wasser? Mit einer Fähre hier rum zu gondeln ist blöd. Oh ja, wir fahren Gondel mit dem Bus. Und da hat Max sofort interveniert, um zu sagen, Gondel, Gondel, nicht, dass die Leute irgendwie an Gondoleri denken. Ja, mit dem Bus gondeln wir rum. Oh mein Gott, vielleicht in der Schweiz eine Gondel nach oben. Es hat nichts mit Venedig zu tun, Freunde der Sonne. Ja, also ich sag mal so, Hinweise wurden gesammelt. Aber so richtig klar ist man sich nicht, außer dass viele einen Bezug zu Frankreich hier sehen. Wer die meisten Fragen korrekt beantwortet, gewinnt das Spiel und wird mit einem Vorteil belohnt. Und um was es hier bei diesem Spiel geht, es werden Fragen gestellt, eben zu dem Frühstückstisch. Habe ich doch gesagt, hätten die mal auf Tatortreiniger gemacht. Welches Tier war auf der Teekanne abgebildet? Ein Hahn. Welche Farben hatten die bunten Becher auf dem Tisch? Die Tassen waren gelb, grün, rot und orange. Und wer sich jetzt fragt, sind das alles Hinweise für ein entsprechendes Land? Ich meine, der Hahn, allein wie der Kikeriki gemacht hat in der Vorstellung, war der ja französisch und er steht natürlich für Frankreich. Daneben hätte auch eine Kanne sein mit Nizza-Tommy drauf, wäre auch sehr französisch gewesen. Aber die Farben sagen mir jetzt nichts und ich glaube nicht, alles ist ein Symbol, aber man muss bei diesem Format tatsächlich alles hinterfragen und vielleicht sind das Symbole, die ich auch gar nicht checke. Welche Farbe hatte die Blume auf dem Tisch? Gelb. Welches Muster hatte die Tischdecke? Die Tischdecke war gestreift. Aus wie vielen Steinen bestand der kleine Steinstapel am Eingang? 6 Steinen. Wie viele Wassereimer waren rund um den Frühstückstisch verteilt? Es waren 3 Eimer. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wer so aufmerksam war, denn vieles, ich glaube, vieles weiß man so, wie die Tischdecke oder so, ich glaube, das hat man einmal kurz angeschaut und im Kurzzeitgedächtnis gespeichert, diesen Steinhaufen, wie viele Steine der hätte, ich hätte den sicherlich gesehen, hätte ich dann die Steine gezählt, weiß ich nicht, vielleicht, wenn ich in so einer Spielschau wäre, würde ich alles bewusster anschauen und mir dann solche Sachen merken, über die Eimer wurde eh gesprochen, dass es 3 sind, hat man sich sicherlich auch gemerkt, aber wer hat denn jetzt hier rasiert? Gewonnen hat Leila, hatte 5 korrekte Antworten. Als erster Promi überhaupt darf sie den VIP-Room betreten. Aber nur mit einem super komplizierten Zahlencode wird einem der Zutritt gewährt. 1379. 1379. Und da würde ich jetzt auch wieder aufhorchen. Allerdings hätte ich gar keinen Bezug zu 1379. 1379. 13.07.9. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie jetzt durch das Gewinnen dieses Spiels sich einen kleinen Vorteil ergattert. Die Frage ist, ob sie diesen Vorteil nutzen kann und überhaupt irgendwas checkt. Krass. Leila kann mit ihrer Brille das Live-Bild unserer Drohne steuern. Ich erkenne gar nicht. Ich habe gedacht, da kommt jetzt ein Eiffelturm oder so. Höher mit der Brille, Leila. Ein Gebäude, was aussieht wie ein schiefer Bibel. Das sieht aus wie ein Fußballstadion. Der Giuseppe Meazza Stadion in Mailand. Oh, und das ist natürlich der Hinweis. Wenn du nicht weißt, was das ist, vielleicht denkst du dir auch nur wegen diesem Gerüst, ja, ist irgendeine Baustelle. Aber ich denke mal, der ein oder andere Fußballfan hätte das eventuell gecheckt. Hätte ich das gecheckt? Auf gar keinen Fall. Dass das ein Fußballstadion ist, davon wäre ich auch ausgegangen, aber hat Leila ja auch so verstanden. Und im Endeffekt denkt man jetzt, hä, konnte sie keine Schilder oder sowas lesen? Das nicht. Also es ging tatsächlich um dieses Fußballstadion und vom Rest her, hätte man da Mailand erkannt? Ich glaube ich nicht. Also ich würde gerne eine Fake-Zeichnung machen, weil dann würde ich die Seite verstecken und eine andere Seite aufmachen und einfach Sachen sagen, die ich gar nicht gesehen habe und die ich angeblich stattdessen gesehen habe. Das Einzige, was ich jetzt mal aufgemalt habe, wo ich dachte, dass das vielleicht irgendwie relevant sein so könnte, weil ich habe mich voll lost gefühlt. Aber ist das ein Roboter? Nein. Dreh mal um, zeig mal. Eine Mikrobe. Sonne? Das ist eine Sonne. Keine Sonne. Das soll ein See sein. Auf der anderen Seite irgendwo waren da Autos, aber ich konnte auch nicht irgendein Schild lesen, auch nicht irgendeine Farbe sehen. Und ich hätte es jetzt geliebt, wenn sie wirklich so die Sonne in die Ecke mit so ein paar Strahlen, ja, das habe ich gesehen, dann hier noch so ein paar Wolken, da war noch so ein kleiner verrückter Vogel, der sah auch aus wie ein Hahn. Nein, also sie hat jetzt irgendwas aufgezeichnet, aber da sieht man auch mal, wie durchtrieben unsere Trashies sind. Von wegen, wenn die da sitzen und irgendwas erzählen, dann kannst du ja nichts glauben. Sie macht das perfekt. Also ich hätte dir alles geglaubt, was sie gerade sagt.
attraktiv. Und dann waren da Häuser, die waren klein und bunt. Klein und bunt und wir waren an der Küste. Und irgendwo habe ich eine Fähre gehört. Die hat so gehupt, dass es klang nach Amalfi-Küste. Aber ey, ich will euch jetzt hier nicht auf eine falsche Fährte locken. Bunte Häuser? Waren da wirklich bunte Häuser? Nein. Also sie perfektioniert hier Fake News. Ich denke, das, was sie gesehen hat, wo sie sich dran erinnern kann, das wird sie definitiv uns gesagt haben. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Informationen, die sie gesehen hat, über die Brille zurückgehalten hat. Ja, und das sind halt die ehrlichen Prominenten, die sich denken so, hä, warum sollte sie denn? Sie hat doch gesagt, dass sie es gesehen hat. Eine Frau, ein Wort, natürlich hat sie das gesehen. Ja, die gehen davon nicht aus, dass man so faken kann. Ich habe was ganz anderes gesehen. Einmal ein riesengroßes Hochhaus und einmal eins, was so schief war. Das war aber nicht der schiefe Turm von Pisa. Und dann war hier sowas. Es könnte ein Stadion gewesen sein. Das finde ich ja gut, dass du jetzt... Aber ich kann erstmal mit den Informationen nichts anfangen. Aber für mich geehrt, dass sie mich mit ins Boot geholt hat. Da muss man halt eben auch sagen, Layla weiß ganz genau, den Trashies kann sie nicht vertrauen. Sie sieht Andreas an und denkt sich, ja okay, irgendwas wird der schon wissen. Ihm werde ich mich anvertrauen, dann weiß der, dass ich ihn wertschätze sozusagen für sein Wissen und erzähle ihm einfach wirklich, was ich gesehen habe. Das Problem ist hierbei, dass die Informationen nichts wert sind, weil er das eben auch nicht zuordnen kann. Es ist auch sehr, sehr vage. Hier war so ein Gebäude, da war so ein anderes Gebäude, aber das eine könnte eben ein Fußballstadion sein. Und wenn man davon ausgeht, dass man noch in Italien ist, ja, gibt es mehrere Städte, irgendeine größere Stadt mit eben einem Fußballstadion. Ich hab dir geglaubt. Du bist eine richtig gute Schauspielerin. Ich hab auch gesagt, ich wusste ganz schlecht so ein Talent. Ja. Du sagst aber auch nicht nichts. Nichts, nichts. Gefällt mir. Die Kleine gefällt mir. Ich sag's euch. Habe ich jetzt wirklich nicht auf dem Plan gehabt. Die Kleine, wie kann der sagen? Nur Spaß. Also, und da muss man sagen, hier wird die Grüppchenbildung wieder ein bisschen verschärft. Wollen wir, was sagt ihr Männer? So ein ganz ehrliches, schönes, ganz entspanntes Uno? Oh, ist das witzig. Aber ich muss sagen, mit Karten und Würfeln kann ich relativ gut, weil also wir haben wirklich mit zwei habe ich schon Kanaster gespielt mit meiner Oma. Und für meine Schwester habe ich immer Kartentricks gelernt. Das ist irgendwie süß, jetzt lernt man die Leute doch nochmal ein bisschen persönlich kennen. Und hätte ich jemals gedacht, dass es ein Format gibt, bei dem ich Trash-Prominente und andere dabei beobachten kann, wie sie Uno spielen? Ich habe es am Anfang gesagt, die spielen da Uno und Kniffel und von mir war es ein Joke. Aber es ist, was es ist und es macht das Ganze irgendwie so persönlich, sympathisch, was aber auch wiederum am Lächeln von Max liegt. Und ich weiß, Max ist nicht der beliebteste Kandidat da. Das sehe ich sehr, sehr oft in den Kommentaren. Aber ich glaube, es gibt auch stille Zuschauer, die das anders sehen. Deswegen schreibt doch mal bitte ein freudig erregtes Max ist okay unten in die Kommentare. Und ich liebe es jetzt schon, wenn ich das ein, zwei Mal sehe. Hast du eine Münze? Meine ganze Familie, die zockt, die spielt Karten, Kniffel, Uno, also alles, was es gibt. Und deswegen kleine Gamer-Familie. Also, die hier wird jetzt in diesem Arm verschwinden, ja? Oh nein, sorry. Nee, ist gut, war er nicht dran. Den liebe ich. Also den mag ich wirklich. Und oh mein Gott, wenn meine Neffen Geburtstag haben, den Jungen lade ich ein. Ha, jetzt weiß ich, warum der bei verschiedenen Veranstaltungen war. Der ist einfach so dieser Zauberer. Wie der Zauberer von Ost, der Junge. Ich fand das schon immer ganz cool. So kleine Zaubertricks. Ich fand es einfach lustig, die Leute hinters Licht zu führen. Und das hat sich bis heute anscheinend durchgezogen. Ja, können wir seine Ex-Freundin fragen. Leider auch das hinters Licht führen. Happy Birthday, lieber Philipp. Happy Birthday to you. Alles Gute zum 29. Geburtstag. Ich wünsche dir viel Glück. Oh, das ist schön. Ich setze mal doch wieder die Brille auf. Wie süß ist das denn bitte hier auch die Gratulation von der Tochter? Und ich glaube, er ist da 37 geworden, denn ich habe jetzt mal kurz recherchiert. Ich glaube, das Datum kriege ich nicht mehr hin. Ich habe mir 23. Juni gemerkt. Das ist wahrscheinlich völlig falsch. Also guckt bitte nicht nach. Es war auf jeden Fall Sommer und dann habe ich mir gedacht, okay, also die Dreharbeiten waren hier im Sommer. Was hatte ich gerade gesagt? Juni. Dann haben wir nochmal 5 Monate drauf, bis also die Ausstrahlung stattfindet von so einem Format. Layla und Philipp, beim letzten Exit habt ihr euer Kreuz von allen am nächsten an die Position des Busses gesetzt. Blöd, dass es offiziell gesagt wurde, dass ich mein Ex richtig gesetzt habe, weil jetzt denken die ja, ich bin doch ganz schlau und geben mir vielleicht keine Tipps mehr. Zur Belohnung dürft ihr euch jetzt abwechselnd euer Dreamteam zusammenstellen. Max. Ja, Andrea.
Hanna. Ah, es kommt also zu einer erneuten Challenge und hier steht und fällt es tatsächlich auch mit den Mitspielern. Und klar, dass Leila Max sozusagen vorschlägt, denn Max im Team zu haben, nicht im Team, sondern im Team zu haben, ist sicherlich aus spielerischer Sicht nicht schlecht. Ich denke mir, da ich ja mit Andreas auch die ein oder andere Nachricht geteilt habe, werde ich vielleicht heute auch eine von ihm bekommen, falls er gewinnen sollte und nicht in meinem Team war. Nico, wo jetzt die Teambildung war, habe ich gedacht, naja, vielleicht wählt mich einer eher vor den anderen, aber ich war der letzte Rest. Und es freut mich wirklich, das Format mit euch zu machen, denn es hat einfach diesen Quiz-Charakter. Und diesmal haben sie es folgendermaßen gemacht. Sie sind in einem kleinen Dörfchen im Nirgendwo und es gibt drei Spielstationen, die sind folgendermaßen aufgebaut. Auf einem Stadtplan finden die Promis drei Orte, an denen dringend Hilfe benötigt wird. Ein Heiratsantrag droht zu scheitern. Eine ältere Dame kämpft mit ihren Einkäufen. Und ein kleiner Junge verzweifelt vor seinem Spielzeug. Das Team, das dafür insgesamt weniger Zeit benötigt, gewinnt das Spiel und verhilft sich damit zu einem klaren Hinweis. Ich muss sagen, ich arbeite tatsächlich lieber mit Frauen zusammen. Die hören wenigstens so. Nein, Spaß. Die Männer, die haben noch ihren eigenen Kopf und wollen immer ihre Meinung reinbringen. Hier können wir das eher so, weil jeder packt sein Ego kurz weg. Und da bin ich wirklich gespannt, wie die andere Gruppe so performt. Und Max genießt das wahrscheinlich, weil er sich hier besser durchsetzen kann. Obwohl Hanna ist natürlich auch sehr, sehr, sehr fast forward. Ich glaube, Leila zieht halt einfach mit. Und die Jungs da drüben haben wahrscheinlich alle eine eigene Idee und versuchen das dann durchzusetzen. Und es könnte zu Diskussionen führen. Da hat er recht. Gleich wird sich zeigen, wer wirklich ein Rad abhat. Denn nicht nur das fehlt, sondern auch noch die Zugstange und das Lenkrad. Ich hab eins. Ich muss noch was rein. Lenkrad oder so. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Ja. Perfekt. Ja? Ja. Perfetto. Diese Aufgabe war relativ klar. Geil wäre es gewesen, wenn die anderen vorbeigelaufen. Aber nein, man hat natürlich relativ schnell gemerkt, da stimmt irgendwas nicht, da fehlt was. Und sie haben es auch recht zügig gefunden. Also auf zu Station Nummer 2. Bei der Aufgabe 2 war es so, der zweite Punkt auf der Karte, der war der weiteste Punkt überhaupt. Und wir mussten den Berg hochlaufen. Komm, zieh dich hoch. Ich muss kurz zu meiner Verteidigung sagen, ich mache seit 3 Jahren keinen Sport. Und das ist mir zum Verhängnis, glaube ich, geworden mit der Sonne, weil es hier wirklich sehr, sehr, sehr heiß ist. Mir schwindelt lecker. Bei Team Rot wird die Spielzeit angehalten. Oh my gosh, und das findet hier ein schnelles Ende, zumindest für Leila. Und ja, es ging so ein bisschen berghoch und natürlich brauchst du da auch eine gewisse Kondition, weil du hast da diese Sportler, ich glaube Max ist einfach hart schon sportlich am Start, Hanna irgendwie auch und Leila, die seit 3 Jahren keinen Sport macht, wurde das hier zum Verhängnis. Das erinnert mich jetzt an meinen Trainer. Letztens wurde ich gefragt, wie es mit dem Sport aussieht. Also ich bin immer noch dienstags am Start auf dieser elektronischen Vibrationsplatte. Feier das auf jeden Fall sehr, ich merke, das bringt auch was. Aber ich bin auch immer noch ein zweites und sogar ein drittes Mal. Klingt jetzt für Sportler nicht viel, aber für mich, der jetzt einfach so ein bisschen mehr sich darum kümmern möchte, war es schon geil. 3-mal die Woche zum Sport. Also ich war stolz auf mich und jetzt bin ich wieder top motiviert. Ich bin wieder fit. Was wollte ich jetzt sagen? Ah, mein Trainer hat letztens gesagt, ich habe irgend so eine Übung gemacht, habe dann aufgehört und so und dann hat er mich angeschaut. Du, Junge, du solltest jetzt noch nicht schlapp machen. Wenn andere schlapp machen, ist das okay. Und wenn du gerade schlapp machen musst, solltest du dir mal Gedanken machen. Und ich lieb's ja. Dann war für mich das Spiel leider vorbei. Ihr werdet es selbst auch so gewinnen, wenn ich nicht dabei bin. Ja, 100%. Als ich hochgelaufen bin und das Paar gesehen habe, da habe ich schon direkt verstanden, sie akzeptiert die Blumen nicht und sie braucht andere Blumen. Und dann habe ich einfach alles mitgenommen, was ich an Blumen greifen konnte, bin hoch und dann haben wir Sachen ausprobiert. Und da bin ich so gespannt auf die Jungs, ob die irgendwas raffen. Ob die irgendwas verstehen, was sozusagen aus dem Mund der Protagonisten kommt. Hanna, hier direkt mit dem Durchblick. Blumen, es liegt an den Blumen, deswegen akzeptiert sie das nicht. Ich bin so ausgerastet, kurz. 3 verschiedene Blumen und die nimmt den Antrag nicht an. Sollen wir froh sein, dass er einen bekommt?
Und Max denkt sich, wir haben jetzt 800 verschiedene Blumen hier am Start. Sie akzeptiert den immer noch nicht. Die soll einfach mal froh sein. Der macht doch einen guten Eindruck. Der ist bodenständig. Was redet die denn noch? Aber irgendwann kommen sie dann drauf. Und jetzt kommen halt eben die Jungs zu diesem Szenario. Oh, ahorita sí, ahora vas que velo. ¿Y ahora quieres que sea? Gardenia, Gardenia, Gardenia blanca y girasol. Justo te he dicho Gardenia, crisantema blanca y girasol. Ja. ¿Dónde? Hier, guck mal, okay, das ist. Und ich wollte gerade nichts Falsches sagen, aber die sprechen doch alle Spanisch da, oder? Nicht Italienisch. Donde? Donde ist doch auch Spanisch. Vielleicht irre ich mich gerade, aber soll hier doch Spanien so ein bisschen symbolisiert werden, oder? Girasol, Girasol, Gisandemos. Ja. Schisante Menü. Te dicho que me gusta el... Ah, esta? Ja! Ja! Oh mein Gott, und kurzer Applaus, dass die Jungs das gerafft haben. Und muss hier natürlich zugeben, so ein Blumenladen war ungefähr einen Meter davon entfernt. Und sie hat immer die gleiche Blumensorte gesagt und die steht halt fett auch auf dem Schild drauf. Also wer eins und eins hier wieder zusammenzählt, hat auch gute Chancen, sowas hier zu bestehen. Da hoch. Ja, ja. Hanna, warte mal kurz. Hier ist das nicht. Das ist doch die. Hast du. Oh, Senor. Yeah. Heimat? Such das, komm. Nee, das ist es nicht. Oh, hier, der Mann. Perfetto. Ja, der Mann wartet. Muchas gracias. Leute, da steht ein Mann mit so offenen Armen und Andreas läuft so vorbei und sagt noch so, hola. Auf jeden Fall war es irgendwie so ein erfrischendes, lustiges Spiel. Mir hat das gerade gefallen, ich hätte es gar nicht gedacht. Aber irgendwie fand ich das ganz süß so von der Aufmachung. Ich habe mich tatsächlich wirklich jahrelang davor gedrückt, Sport zu machen. Hab tatsächlich dann immer mehr lieber zu Süßigkeiten und Sonstigem gegriffen. Aber das heute war wirklich für mich ein Denkanstoß, weil ich einfach noch jung bin und eigentlich fitter sein müsste. Genau, und das ist genau das, was mein Trainer auch zu mir gesagt hat. So durch die Blume, obwohl es für mich schon irgendwie direkt war. Ja, du solltest hier nicht schlapp machen, Junge. Solltest du nicht. Und deswegen auch kurzes Update. Ich habe es ja auch mal erzählt, ich verzichte auf Süßigkeiten. Allerdings habe ich so ein paar Cheat Days, alles mit Tag hinten ist entschieden. Mal. Überall waren Hinweise Spanien. Station mit dem Kind, spanische Flagge. Station mit dem Pärchen, Spanisch gesprochen. Station mit der älteren Dame, der Herr hat auch auf Spanisch gesprochen. Aber könnten wir von dem Fahrtweg her jetzt in Spanien überhaupt sein? Nein. Nee, nee. Also vom Fahrtweg wahrscheinlich nicht. Der letzte bekannte Standort war doch jetzt hier dieses kleine Städtchen am Mont Blanc. Klar, man hätte in unterschiedliche Regionen fahren können, aber man geht ja jetzt davon aus, dass man wieder zurück tiefer rein nach Italien gefahren ist. Die Gassennamen, die waren typisch italienisch. Und ich weiß nicht, dieser Flair von diesem Dorf, natürlich mit der Vegetation, mit den Zypressen und so weiter, ist ganz klar Italien. Euch trennen nur gut 2 Minuten. Gewonnen hat Team Blau. Ja, ich finde, dafür könnt ihr mir auch zur guten Besserung dann den einen oder anderen Hinweis geben. Und Leila probiert es hier mit ihrem Charme und dann geht es schon weiter mit dem nächsten Tipp. Die Gewinner dürfen in so einen kleinen Raum und da wird dann ein Lied abgespielt, was ich auch noch nie gehört habe. Aber grundsätzlich geht es um den Begriff Casanova. Casanova. Man kennt ihn in der Stadt, man dreht sich nach ihm um. Guter Kleidungsstil mit einer Chick im Mund. Welche Stadt kennt man Casanova? Er läuft durch die Straße, Pink Panther Hüftschwung, doch manchmal wird's ihm auch zu viel um ihn herum. Okay. Und wo kommt Casanova her? Aus Venedig. Ah, und das ist der Hinweis. Also jetzt wird's sehr, sehr deutlich, aber ob das überhaupt jemand checkt, dass Casanova, der Ursprung von dem Kerl Casanova, der sie alle klar macht, eigentlich Max müsste das wissen, kommt aus Venedig. Sag mal, wo soll denn da ein Tipp sein? Auf eine Stadt? Das muss ein Rap-Text sein. Sag mal das Lied, sing mal. Bei Rap kenne ich mich aus. Yeah. Und Leila so, Bowser und Summer Jam, Casanova, Casanova. Geiles Lied, aber ja, hat damit erstmal nichts zu tun. Casanova. Hat Lackschuhe an und... Fast schon wie ein Hampelmann. Fast schon wie ein Hampelmann. Ist Casanova nicht eine Stadt? Nee. Das ist der Typ, der die ganzen Frauen... Alle ja. Ganz doll geliebt hat. Ja, aber die ganzen Tourtünden gehen doch nach Venedig. Ja, das ist es. Das wollte ich eben gerade sagen. Die Stadt der Liebe ist Venedig. Mir ist aufgefallen, dass
anscheinend irgendwie jeder Bescheid wusste über den ersten Tipp, was ich gefunden hatte. Ich habe ja nur Philipp diesen Hinweis gegeben, was auf dem Teller war. Er war ja dabei. Philipp, es bleibt erstmal unter uns. Ja. Das hat mich irgendwie sauer gemacht, weil anscheinend irgendwie jeder mit jedem tratscht. Und das hat mir einfach nochmal gezeigt, so ey, ich darf einfach niemandem was sagen. Und ich liebe die kleine Bauchbinde, Max mag hier keine Tratschtanten. Und ja, dennoch, Philipp erweitert jetzt hier sein Wissen und sagt halt, okay, die Stadt der Liebe, ja, vielleicht Paris, aber Venedig eben auch. Viele Pärchen fahren nach Venedig, kannst du Shindy fragen. Und da flattert auch auf jeden Fall die Romantik herum. Ich finde Venedig auch eine sehr, sehr schöne Stadt. War ich auch schon mal. Aber das Problem ist jetzt hier eher Max, der sich denkt, okay, ich habe dir diesen Hinweis gegeben. Du kleiner verdammte, warum sagst du das jetzt hier in der Gruppe nochmal? Zwar nicht, dass er den Hinweis gesehen hat auf dem Teller, aber er verbindet ja alle Hinweise jetzt und sagt ganz laut Venedig, dass jeder halt weiß, Venedig könnte es sein. Wir haben so ein kleines Spiel und zwar geht es darum, was kostet eine A-B-Fahrkarte in Berlin? Einzel-V-Ausweisticket kostet 3,40. Safe. Ich glaube, es ist 3,80. Derjenige, der näher dran ist, bekommt eine Flasche Champagner Moët Chandon Rosé. Düm, 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 düm. Alle Berliner? Hauen jetzt mal in die Tasten. Also ganz normale Fahrkarte A, B. Es geht hier um eine Diskussion. Und ich bin gespannt, die Auflösung kommt sofort. Leute, bitte löst es auf. Ich möchte irgendwie, dass der aufhört hier neben mir. 3,50 Euro. Ja! Ja! Ja, also sind sie von hier nach hier oder hier? Wieder hoch um nach da? Ja, also. Egal, ich vertraue einfach auf meinen ersten Hinweis. Hast du den geteilt mit uns oder hast du den für dich behalten? Wer sich behalten? Wer kennt den Hinweis hier im Bus? Ich. Noch jemand? Du kennst auch den Hinweis? Mhm. Oh, und jetzt macht es Max hier doch so ein bisschen transparent. Es gab einen Hinweis, hat er nicht geteilt. Wer weiß noch von diesem Hinweis? Philipp hebt sein Händchen. Also da merkt man halt auch schon, dass alle so ein bisschen für sich spielen. Allerdings muss man hier auch sagen, dass Philipp seinen Hinweis schon irgendwie auch geteilt hat. Und den Hinweis eben auch, weil er das ja sozusagen kombiniert hat und dann am Ende immer gesagt hat, Venedig, Leute, es wird Venedig sein. Digga, weißt du doch schon lange. Du hast alles mit mir geteilt bisher. Auch das habe ich mit dir geteilt. Oh, jetzt. Was war denn der Tipp? Also falls ich drinnen bleibe, gebe ich dir auch keine Tipps mehr. Du tust ja gerade so, als wenn du keinen einzigen Tipp bekommen hast. Wieso? Okay, na, dann machen wir das komplett alleine. Ist doch Philipp, Quatsch. Du hast, doch du hast gerade eben gefragt, hat jeder seine Tipps gesagt? Ich sage ja. Und wenn ich jemanden anspreche und er sagt es nicht, werde ich meine nächsten Tipps nicht mehr sagen. Du wirst ja von Tag zu Tag sympathischer. Wow, und ich mag schon diese Attitude von Philipp. Der ist eine kleine Diva. Und in dem Fall muss ich sagen, hat Nico recht. Ich meine, der wurde gerade angesprochen. Dann sagt er ja, okay, dann werde ich es halt auch wie Max machen. Der lächelt halt dabei. Ich komme hier eher rüber wie so ein Disney-Bösewicht, wenn ich das sage, ha, ich werde meine Tipps für sich behalten. Eine Minute zuvor, Max, hast du den Tipp für dich behalten? Sympathisch. Hier kommt es jetzt natürlich unsympathisch rüber und ich glaube, Philipp mag einfach den Nico nicht. Und Nico merkt halt schon so, in der Gruppe stößt er auf Granit. Das Ding ist, er braucht jetzt irgendjemanden, der auch so ein bisschen lost ist. Und ja, da schaut er Layla ein bisschen länger an, denn die hat zwar hier und da ein paar Hinweise auch gesammelt, aber kann nichts damit anfangen. Und sie hofft jetzt, dass Nico eventuell da was wissen könnte. Ich habe eine Sache verheimlicht. Was denn? Als ich da was gesehen habe oben. Da war ein Gebäude, was schief war. Das war aber nicht der schiefe Turm von Pisa. Layla hat gesagt, ich habe noch was gesehen, womit ich leider nicht anfangen kann. Mit einem Gebäude, was eine Glasfassade hat und schief ist, fand ich einen mega geilen Zug von ihr. Ja, und mit Andreas hat sie, glaube ich, da auf den richtigen Spielpartner gesetzt. Jetzt bei Nico, ich weiß nicht, was der beizusteuern hat und tatsächlich gerade nicht viel. Ich habe Nico eingeweiht, weil ich einfach richtig lost bin und weil ich ja gemerkt habe, dass er sich so von den anderen richtig ausgeschlossen fühlt. Also wollte ich ihm einfach ein sehr vertrautes Gefühl geben, weil ich denke, das war ja auch mein Plan von Anfang an jetzt die ganze Zeit, dass ich da schon Hinweise noch bekommen kann. Oh mein Gott, ich schwöre, wir sind auf dem Wasser. Ich kotze gleich im Strahl, ich kotze im Strahl. Wie ekelhaft ist das denn? Ich will zu meiner Mama nach Hause. Okay, also wenn ihr kotzt, dann wissen wir ganz genau, wir sind safe auf dem Boot. Ich bin eigentlich nicht seekrank, aber mir wird gerade schon ein bisschen schwummrig. Ehrlich? Also sind wir jetzt auf dem offenen Meer mit dem Apparat hier? Die Frage ist, wo legen wir an? Im Kosovo?
Kroatien oder Griechenland. Kroatien, wir fahren direkt rüber. Kroatien oder Griechenland. Und ich glaube, mit so einem Apparat auf dem Meer in dieser Konstruktion eher schwierig. Und tatsächlich, man sieht es ja, glaube ich, schon im Hintergrund, es muss Venedig sein. Und ich freue mich, egal wer jetzt rausfliegen sollte, ich freue mich auf die Auflösung. Das ist der Money Shot. Und eigentlich gucke ich diese ganzen Folgen immer nur durch, bis man sozusagen die Auflösung bekommt. Denn das ist einfach nur geil. Ich glaube, dass wir tatsächlich Richtung Venedig sind. Ich weiß nicht, ob wir hier sind. Es gibt mehrere Kanäle. Wir sind auf jeden Fall jetzt gerade auf Wasser. Das spürt man, man schwankt. Ich bin einfach richtig überfragt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon Abschiedsbriefe geschrieben. So Leute, dann wird's ernst. Das X muss gesetzt werden und das möglichst richtig. Und ich würde mein Kreuz direkt auf Venedig machen. Setzen. Mein Problem, ich weiß nicht genau, wo Venedig ist. Was, wenn jetzt eine schwarze Karte kommt? Ich glaube, und mit dem Hinweis, ich denke mal, das war ein Rap-Vers, hat Lackschuh an, sieht aus wie ein Hampelmann, könnte ich mir vorstellen, dass das damit zu tun hat. Mailänder Modewoche, wir sind auf dem Weg nach oben. So, wer hat's am schlechtesten gemacht? Doch, macht's gut. Krass. Ciao, ciao, ciao. Viel Spaß. Oh mein Gott, also, das ist der Money Shot. Love it, just love it. Und jetzt kommt die Auflösung, wo Venedig wirklich ist. Am nächsten an unserem aktuellen Standort waren die Xe von Max und Andreas. Und Nico hat ungefähr den Ort markiert, an dem wir in der ersten Sendung angehalten haben. Oh, unangenehm. Ich hätte mein Kreuz ein bisschen weiter links, schon auf der Höhe, aber ein bisschen weiter links. Ich wusste gar nicht. Ich möchte nicht weiter darüber reden, aber unangenehm. Ich hätte es ein bisschen versemmelt. Nicht so wie Nico. Ich wäre noch dabei gewesen, aber ein bisschen versemmelt hätte ich es schon. Ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Aber ganz ehrlich, ich bin auch froh, jetzt da raus zu sein. Das ist schon toll, hier auszusteigen. Ich war noch nie in Venedig. Und Leute, ich komme definitiv nochmal mit meiner Frau hierher. Sorry, ich wollte da jetzt kein Thema irgendwie aufmachen. Nee, das ist einfach. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Wir sind gefickt. Oh mein Gott, ich freue mich auf die nächste Folge. Was sagt ihr? Schreibt mir das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche euch an der Stelle nur das Beste. Wir sehen uns hoffentlich schon bald wieder. Dieses Abo ist kostenlos. Einfach mal klicken. Und ja, das war's von mir. Nur das Beste. Bis dann. Ciao.